und ihren Frontmeister Marc Bananini. Wenn ihr still seid, dann kann ich dann schnell mit ihm reden. Ihr sagt in eurer Bio, dass ihr die erfolgreichste und beste Schweizer Band werden möchtet. Wie stellt man so etwas an? Sehen wir doch schon. Ich glaube, wegen diesen 10 Zuschauer sind es wahrscheinlich noch nicht. Nein, jetzt muss man. Nein, das muss man jetzt schon noch erzählen, wie man so etwas macht. Es interessiert wahrscheinlich auch noch andere Bands. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben uns das einfach vorgenommen und ich bin sicher, wir schaffen das auch. Aber nur einfach sicher sein kann man nicht. Ich meine, wie stellt ihr das zum Beispiel an, mal ins Ausland zu kommen? Wir gehen jetzt ins Ausland. Wir spielen im Dezember in Deutschland mit Lieren im Januar. Als Vorgruppe? Als Vorgruppe im Januar Europa mit Motley Crue. Ich glaube, ihr habt schon mal einen Auftritt gehabt in Deutschland. Das war in der Extra-Tour, das ist eine deutsche Sendung. Und ich nehme an, es ist nicht ganz einfach, dort hineinzukommen. Vor allem, wir sind eine relativ unbekannte Band noch, wenigstens jetzt noch. Wie habt ihr das geschafft gehabt? Wir haben unsere Guardian Angels, unsere Leute, die auf uns aufpassen, die machen das. Die haben das gemacht für euch. Wie ist das gewesen? Was war das für ein Erlebnis für euch in so einer, ist doch eine relativ grosse Sendung? Ja, schönes Erlebnis, aber das ist natürlich noch viel schöner, weil dort hat es nicht so gute Leute gehabt. Hat es nicht so viele Heavy Metal Fans gehabt? Wie ist das überhaupt für uns auf dem Bündnerland oben plötzlich, oben in die grosse, weite Welt? Was ist das für eine Erfahrung? Ich muss sagen, ich kann das nicht mehr so genau sagen, weil ich bin schon mit 16 zu der Viva gegangen und in Deutschland gespielt. Und das müsste ich am besten die Rede fragen, ich weiss das sehr, aber ich nehme an, sehr gut, so zu uns gefallen. Okay, wir werden sehen, was aus Paganini noch wird. Wir sehen sie auf jeden Fall jetzt hier in der Sendung Paganini und Guardian Angels. Yeah!